was ihr jetzt gerade nicht mitbekommen habt, ich bin gerade aus dem Menü raus, habe den Folgenübergang gemacht und dann kam diese E-Mail noch rein. Von Drake: Hey Kleiner, ich habe darüber nachgedacht, was wir alles durchgemacht haben, seit ich an Bord gekommen bin. Wir haben Spender auffliegen lassen und der Ahorn hat uns jede Menge Ärger gemacht. Es ist Zeit, dass ich Ihnen ein kleines Geheimnis verrate, was richtig gut ist. Besuchen Sie mich auf der Nexus, aber zu niemandem ein Wort. Jo. Sollte machbar sein. Hat jetzt eigentlich jeder, immerhin noch irgendwer irgendwas zu sagen? Meridian war absolut überwältigend, oder? Aber ich hatte solche Angst, sie zu verlieren. Was vermutlich ganz normal ist, wenn man jemanden quasi irgendwie liebt, hm? Quasi. Absolut. Irgendwie. Theoretisch. Und ich bin auch quasi irgendwie gerührt. Sie wissen genau, was ich meine. Jetzt wird Helios wirklich Gestalt annehmen. Und wir haben VIP-Tickets. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass unser Abenteuer gerade erst beginnt. Danke für das Gespräch. Darauf können Sie wetten. Okay, also ich glaube, jeder hat vielleicht noch so einen kleinen Schlusssatz, aber ein wirkliches Gespräch werden wir mit niemandem mehr führen. Wohin geht's als nächstes? Wir werden dorthin gehen, wo wir am dringendsten gebraucht werden. Oh, jetzt klingen sie wie ein echter Superheld. Aber sie haben recht. Wir werden da draußen noch immer gebraucht. Also, worauf warten wir noch? Und ja, ich weiß, dass das die Hochzeitstheme war. Was kann ich für sie tun? Aber der andere fiel mir gerade nicht ein. Irgendwie ruckeldi-zuckeldi, krieg dich ein Spiel, was ist los mit dir? Lexi, ich hab gehört, Sarah geht's gut. Hallo, red mit mir. Tarf, Uni. Eine Heimat auf Vault. Irgendwie. Fühlt sich trotzdem gut an. Nee, es hat keiner was zu sagen. Sam hat ein neues Einsatzziel festgelegt, um 100% Lebensfähigkeit zu erreichen. Das hab ich überall schon. Wir haben 100% Lebensfähigkeit erreicht. Es ist ein bedeutender Meilenstein, Pathfinder. Die Vorbereitungen laufen bereits seit geraumer Zeit. Und das heißt? Ich aktualisiere Ihre Einsatzziele. Sie haben ein Prioritätsziel. Auf Habitat 7? Was geht hier vor? Ich wurde angewiesen, keinen Missionsparameter preiszugeben, aber verspäten Sie sich nicht. Nach Habitat 7 im Ericsson-System zurückkehren. The fuck? Dieses Spiel will einfach nicht enden. Es will nicht sterben. Tja, Ryder führt uns wirklich an jede Menge interessanter Orte. Okay, wir gehen jetzt aber nochmal kurz auf die Nexus. Noch interessanter, wir sind in einem stabilen Orbit, falls ja. Werden wir sie finden. Anomalie auf den Sensoren. Die Sachen hier sind gar nicht erkundet, merke ich gerade. Sonde gestartet. Erhalte Scandaten. Komet. Oh, irgendwie ist das Spiel gerade echt unglücklich. Analyse. Dieser unter seinem angarischen Namen verzeichnete Komet folgt einer äußerst unregelmäßigen Bahn, die in ihn vor unvorhersehbaren Abständen ins System zurückführt. Er ist hochgradig verstrahlt. Was ist los? Hier ist das Spiel gerade richtig unglücklich. Also ich sehe meine Frames nicht, aber... Unglücklich. Pass 77 ist für einen Planeten, der relativ betrachtet so nahe bei einem Stern vom Typ B liegt, ungewöhnlich kühl. Es handelt sich um eine bergige Wüstenwelt, deren Atmosphäre einen hohen Stickstoffgehalt aufweist. 425 Grad. Ungewöhnlich cool. Kühl. Kühl. Berg. Dieser Berg, der höchste auf Pass 77, unterscheidet sich in Größe und Form deutlich von seinen Nachbarn. Scans haben minimale Spur von Element Zero in seinem Gestein registriert. Liegt es gerade an diesem System hier? Dass es hier so ruckelt? Ich hoffe. Roha. Weitläufige Staubwolken in der Atmosphäre von Roha hüllen die eisige Oberfläche in ewige Nacht. Höchstwahrscheinlich eine Auswirkung der Nähe von Roha zur Geißel.
Pass 76. Die Oberfläche von Pass 76 aus Nickel und Kobalt ist heiß genug, um viele andere Metalle zu schmelzen. Einige wenige Vorkommen erhärten mit dem Jahreszeitenwechsel wieder. Auch fast 1000 Grad. Jetzt geht's aber los mit diesem Planeten. Aluminium! Apropos, wir müssen, glaube ich, nochmal auf Meridian, ne? Weil da ist immer noch so ein Ausrufezeichen. Wir sind in einem stabilen Orbit. Meridian ist eine hohle Kugel, die eine kontrollierte und formbare Umwelt schützt. Das technologische Wunder ist die Zentrale des Gewölbennetzwerks und Heimat des wachsenden Zentrums der menschlichen Siedler in Helios. Und der atmosphärische Druck gleich dem auf der Erde, was ich ja vorhin vorgelesen hatte. Also, gesetzt dem Fall, das, was da dran steht, ist diese Kilogramm-Quadratmeter-Angabe. Die Umlaufbahn von Pass 09 führt den Planeten auf einer jahrhundertenlangen Reise tief in die Geißel hinein. Die Beobachtung der Auswirkungen dürfte wertvolle wissenschaftliche Erkenntnisse bringen. Schicke Sonde aus. Anomalie gefunden. Schlucht. Eine geringe Anzahl von Reliktbots patrouilliert am Boden dieser weitläufigen Schlucht. Unsere Sensoren registrieren allerdings nichts Wertvolles. Was auch immer die Bots bewachen, ist es wahrscheinlich längst weg. Nur weißt du nichts davon. Gott sei Dank. Ich hatte jetzt gerade Schiss, dass noch ein neues System dazukam. Aber nope. Nope, 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 nope. Okay, auf der Nexus müssen wir mit Carrie reden und mit Drag. Und dann habe ich euch ja noch was versprochen, was wir dann im Anschluss noch machen werden. Und zwar den Multiplayer ein bisschen angucken. Sofern der aktuell noch gespielt wird, weil wenn ich da alleine dran stehe, dann kannst du das auch knicken. Heißt, ich brauche da auf jeden Fall Mitspieler. Über die Schnellsuche war es damals kein Problem, welche zu finden. Mal schauen, ob es jetzt noch welche spielen. So. Drag ist ja hier auch wieder in der Bar. Das heißt, ich muss nicht groß rumlaufen. Irgendwie läuft das Spiel gerade unrund oder kommt mir das nur so vor? So, Drag. Abermals befinden wir uns hier. Oder? Kann es sein, dass er nur Nexus gesagt hat und ich jetzt einfach nur dachte, er will wieder in die Bar? Wahrscheinlich hat er nur Nexus gesagt. Gut, dann gehe ich aber zu Carrie. Da muss ich wahrscheinlich in ihr Apartment diesmal. Oh, sind beide mit einem Apartment, okay. Schauen wir mal, bei wem wir zuerst anklopfen. Ich überlasse es dem Zufall. Ah ne, Carrie steht hier, okay. Sie sind zurück. Sie kommen immer zurück. Ich habe mir nach dem Angriff der Cat Sorgen um sie gemacht. Ich hatte keine Angst vor ihnen. Ich hatte nur Angst um sie. Alles wird sich jetzt ändern. Ich will mit der Dokumentierung von Meridian beginnen und sie sind bestimmt auch beschäftigt. Nicht alles wird sich ändern. Nicht, wenn wir es nicht wollen. Nun, dann haben wir ja beide etwas, woran wir uns festhalten können. Das war's? Meridian. Okay. Da wird Geschichte geschrieben. Nice. Die Werte sind vollkommen normal. Sie haben so gemütlich wie... Oh, hey Ryder! Proganisches Baby? Harry? Was ist denn hier los? Sagen Sie es ihm. Oh, darf ich zuschauen? Bitte. Natürlich. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Vaughn und Cash haben Baby? Ich liebe Überraschungen. Moment mal. Was sind das? Beziehungsweise Baby, die werfen mir immer ganz viele. Organische Kinder. Meine Kinder. Jedes einzelne von ihnen. Niemand weiß davon, Ryder. Nach der Sache mit dem menschlichen Baby, das hier draußen geboren wurde, behalten wir es lieber für uns.
Ich weiß nicht, was das Leben noch für mich bereithält, aber... Das muss ihn so glücklich machen, das zu sehen. Passiert, ich werde ein Teil unserer Zukunft sein, genau wie sie. Heißt das, ich werde ihr Pate? Jetzt übertreiben Sie mal nicht. Wir werden mehrere Paten brauchen. Ich will die Babys sehen. Kann etwas ziemlich beängstigend sein. Baby-Krokaner. Ich werde kämpfen, Ryder. Um sie zu beschützen. Um ihnen eine Zukunft zu ermöglichen. So wie er auch für mich gekämpft hat. Och Mensch. Das Spiel lässt mich keine Baby-Krokaner sehen. Und jetzt ist keiner mehr drin. Doofes Spiel. Ich wollte Baby-Krokaner sehen. Na gut, dann gehen wir jetzt mal dahin zurück, wo alles angefangen hat. Habitat 7. Eigentlich passend, dass das Spiel dann da endet. Kann sein, dass das jetzt die letzte Quest ist. Aber würde passen. Da, wo es angefangen hat, endet es auch. In der Stase-Kapsel. Ah! Okay. Ja, jedenfalls zeige ich euch dann gleich noch den Multiplayer. Das hatte ich ja gesagt, dass ich es mache. Im Notfall stehe ich halt alleine in der Runde und schaue, wie weit ich komme. Eigentlich könnte ich jetzt mal die ganzen Apex-Packs aufmachen und schauen, was da drin sein kann. Eigentlich. Aber nee, ach, ich fliege gleich weiter. Lexi hat nach Ihnen gesucht. Was, Lexi hat nach mir gesucht? Lexi! Ich stehe noch ALP zur Verfügung. Was möchtest du von mir? Jedes Mal. Da soll es einen Counter dafür geben mittlerweile. Sind Sie bereit für weitere Untersuchungen? Nicht schon wieder, Lexi. Mir geht's gut. Setzen Sie sich einfach hin, dann verzichte ich auch auf eine Blutabnahme. Hatten Sie irgendwelche Beschwerden? Muskelspasmen, Nasenbluten, Gedächtnisverlust? Nein, aber ich spüre aufkommende Kopfschmerzen. Haha, witzig. Früher haben Sie solche Kommentare immer auf die Palme gebracht. Ich kenne Sie inzwischen einfach zu gut. Einatmen und ausatmen. Ich muss Ihnen etwas sagen. Professor Herrick hat mich gefragt, ob ich mich nicht auf die Nexus versetzen lassen will. Don't do it. Anscheinend waren meine Untersuchungen der Cat-Anatomie für die Miliz von großem Nutzen. Das klingt doch gut. Sie könnten Ihre Studien unter weniger gefährlichen Bedingungen fortsetzen. Ich habe ihm abgesagt. Die Wahrheit ist, ich habe erkannt, dass ich im Außeneinsatz am besten arbeite. Außerdem muss ja irgendjemand auf Sie aufpassen. Ich habe großes Glück, dass Sie hier sind. Ja, das haben Sie. Aber das gilt auch für mich. Oh. Hast du noch irgendwas zu sagen? Ich habe gehört, Liam plant einen Filmabend. Lol. Ja, vorausgesetzt, unsere Aufgaben lassen uns jemals genug Zeit dafür. Das kann ich noch machen. Das erklärt, wieso Drac und Peeby versuchen, irgendein zweifelhaftes Gebräu herzustellen. Wenn sie sich bei den Mengen nur ein wenig vertun, könnte ihr Fusel zu Blindheit führen oder Schlimmerem. Da gibt es deutlich bessere Möglichkeiten. Zum Beispiel? Einen Asari-Schnaps namens Akanta. Es gab da diese wundervolle Werbung. Ich darf wieder auf die Nexus. Weiß. Nice! Vielleicht haben Sie ja auf der Nexus eine Flasche. Ich bin sicher, er wäre auch nicht zu teuer. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie ihn haben. Cool. Dann will ich Sie mal nicht länger stören. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Wenn wir mal ehrlich sind, passt es symbolisch auch besser, wenn der Filmabend jetzt, nachdem alles abgeschlossen ist, stattfindet. Jetzt muss ich halt leider wieder auf die Nexus. Ihr wisst, wie es ist. Aber vielleicht findet der Filmabend ja dann doch noch statt. Vielleicht sind die Pflanzen in Helios ja genießbarer geworden, seit Meridian aktiv ist. Nicht schon wieder. Ich habe Berichte. Immerhin ist es auch direkt am Dock. Zumindest sind da alle Händler, also denke ich, dass es da ist. Dann können wir den Filmabend noch machen? Cool, das freut mich. Dann haben wir den perfekten Abschluss für das Let's Play statt Credits. Ist doch schön. Meine Abschlussrede habe ich ja schon in den Credits gehalten. So, Abschlussrede, direkt noch 2 Folgen. Nice.
Die Lucinia ist zurück. Meine Schwestern sind in der Nexus. Stand da, glaube ich, gerade. Gemischt waren Händler. So. Akanta. Hier, bitte, damit ich noch reicher werde. Danke. Kann ich Ihnen hallo behilflich sein? Ist das dann alles jetzt? Oder kommt noch was? Wahrscheinlich muss ich das System verlassen. Dass dann nochmal was kommt. Und dann darf ich wieder auf die Nexus. Because fuck you. That's why. Wo ist mein Handy? Oh Gott. Alles zu anstrengend. Oh Gott. Liebe Lexi. Ruckelti, zuckelti, aber nur hier auf diesem Schiff. Ihnen stehen noch ALP zur Verfügung. Oh Gott, ja, ich vergib sie gleich, damit ich es mir nie wieder anhören muss. Okay, jetzt ist sie wieder oben. Ich bin umsonst hier runter. I hate it. Ja, da ist sie. Sie haben alle ein... Eine Flasche Akanta. Noch so gut wie voll. Er dient natürlich rein medizinischen Zwecken. Man bekommt davon so gut wie keinen Kater, was Peeby und Drag sicherlich sehr entgegenkommen dürfte. Natürlich. Danke, Ryder. Würden Sie Liam bitte fragen, wann es soweit ist? Ich muss vorher noch einige Dinge zu Ende bringen. Sicher. Dann will ich Sie mal nicht länger stören. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Liam? Ich sage, sehen wir uns ein paar Filme an und alle anderen sagen, nein, es muss schon was Besonderes sein mit allen Schikanen. Beschweren Sie sich etwa? Nein, naja, vielleicht. Jetzt muss ich es nämlich allen recht machen. Sie haben mir eine brauchbare Bibliothek besorgt, aber... Ich habe gehört, irgendwer hat den Director's Cut von Die letzte Legion, die unzensierte Version, restauriert und ohne die beschissenen Extras für die Hanar. Und nein, Sie wollen, dass nicht. Ich sie besorge. Tja, das wäre natürlich das Sahnehäubchen. Ich bereite einstweilen alles vor. Wir sind mehr als bereit für einen Videoabend. Wo muss ich dafür hin? Auf Kadara finden. So, es ist soweit. Kadara hat gewonnen. Kadara hat gewonnen, es ist soweit, Leute. Kadara hat den offiziellen Ich bin ein Arschloch-Planet-Preis erhalten. Die Frage ist jetzt, ich mache den Filmeabend vorsichtshalber vorher. Weil ich nicht weiß, ob das Spiel endet, wenn ich auf Habitat 7 war. Weil ich rechne eigentlich damit die ganze Zeit, dass das Spiel endet und dass ich halt nichts mehr machen kann. Weil das ist ja meistens, also in allen anderen Mass Effect Teilen war es ja zum Beispiel auch so. Jetzt im Orbit von Kadara. Dass das Spiel dann halt zu Ende ist, wenn du alles erledigt hast. Da warte ich hier gerade die ganze Zeit drauf. Voller Ehrfurcht. So, jetzt stand da halt traurigerweise finden. Ich hoffe, dass es direkt in Kadara Port ist und nicht irgendwo unten. In den Schlumps. Es ist irgendwo hier, okay. Wie geht's Ihnen? Ich glaube nicht, dass der Mordhändler das hat. Tja, anscheinend schon. Anscheinend schon. Ich habe nichts gesagt. Sie haben ungenutzte Fähigkeitspunkte. Ja, die soll ich vielleicht auch mal kurz vergeben, damit das auch mal weggeht. Wobei, ganz vergeben kann ich sie wahrscheinlich sowieso nicht.
Keine Ahnung, Sturmangriff. Blob, blob. Nein, das da. Verbessert nach 30 Sekunden Langwaffe. Nein. Verbessert nach dem Sturmangriff alle Kräfte. Ja. Stellt vollständige Schilde wieder her. Aufladetempo. Nee, wenn dann Schilde wiederherstellen. Und ich konnte sogar perfekt vergeben. Cool. Und ich habe 232 Punkte. Das heißt, ich kriege jetzt zum Abschluss noch Stufe 6. Wow. Und so zerbröselt der Keks nun mal. Ich habe schon wieder die Konsole geöffnet. Also jetzt fügt sich gerade alles dem Ende perfekt zu, ne? Wenn ich jetzt noch 100% am Schluss dran stehen habe, also Spielfortschritt 100%, dann kann ich von mir behaupten, das war ein cleaner 100%. Oh. Hallo. Ihnen stehen noch ALP zur Verfügung. Okay, jetzt reicht's mir. Was machen die Angara jetzt? Lass mich vorbei. Und der Widerstand. Gib das alles her, ich brauch's zwar nicht, aber gib's her. Der Kampf geht weiter. Wir müssen Kita Zero. Wieso ruckelt es hier auf einmal so? Die letzte Legion. Den wollten Sie doch haben, oder? Sie haben den Film tatsächlich gefunden? Diese Version ist praktisch ein Mythos. Ich sage allen, sie sollen Knabberzeug besorgen. Jarl und Gil meinten, sie könnten was in ihren Quartieren improvisieren. Falls Sie erst noch sauber machen wollen, kein Problem. Drücken Sie einfach die Konsole, wenn Sie soweit sind. Oh, hoffentlich ruckelt es nicht wie Espenlaub, wie es hier gerade der Fall ist, während den Sequenzen, weil das wäre jetzt echt traurig, weil die Party findet hier auf dem Schiff statt. Oder der Filmeabend, besser gesagt. Okay, ich speichere jetzt vorsichtshalber. Weil wenn es ruckelt wie Scheiße, dann breche ich es ab. Und nehme es mal nochmal neu auf, nachdem ich irgendwie rausgefunden habe, wie ich es hinkriege, dass es nicht ruckelt. Sie brauchen dich, Jorix. Nicht ich habe die Legion verlassen, sondern sie mich. Aber ich weiß, was meine Pflicht ist. Okay, wir können uns durch eine Trainingsmontage quälen, die viele als übertriebene Darstellung turianischer Muskeln beschreiben. Sowas gibt's gar nicht. Doch, gibt es. Oder wir spulen zum Absturz eines Schiffes auf einen Asteroiden, der auf einen Mond stürzt. Wir spulen zum Absturz. Wir sehen uns die Montage an. Hier wird nichts übersprungen. Ich bin für den Absturz. Okay, vorspulen zur Action-Szene. Zum ersten, zum zweiten. Zum spannenden Teil, Liam. Wo? Nice. Aber sie sind im Vakuum. Die Explosion des Schiffes dürfte nicht zu hören sein. Ich hoffe, sie sprechen nicht aus Erfahrung. Es ging ihnen nur um den Effekt. Sie haben dafür ein altes Wrack gesprengt. Wie schade, dass die Explosion nicht auch das Drehbuch zerstört hat. Mein Einsatz wird den feindlichen Kreuzer angreifen, General. Gewalt ist die einzige Sprache, die diese Fanatiker verstehen. Wieso ein Einsatzteam? Torpediert den Kreuzer doch einfach. Völlig übertrieben. Sie sollen einfach einen Techniker holen, der die Lebenserhaltungssysteme und Triebwerke abschaltet. Problem gelöst. Und dann sitzt er auf einem feindlichen Schiff fest? Nein, ein Torpedo und die Sache ist erledigt. Ich würde ihre Sensorenrösten über den Rumpf spazieren, die Lebenserhaltung abschalten und sie alle als Geisel nehmen. Hab ich schon gemacht. Ist nicht so aufregend, wie es klingt. Ernsthaft? Drake hat alles schon gemacht. Ich habe meine Nachweis. Und ich dachte, die hätten sie sich zugezogen, als sie von einem Barhocker gefallen sind. Apropos, es wird Zeit für die nächste Runde. Wer will einen Baron's Jaw oder einen Euphemistically Delicious? Hören Sie zu! Tyrannus. Tyrannus! Nein! Ah, es war nur ein Sidekick. Die sterben wie die Fliegen. Es geht doch nichts über Overacting. Selbst Ryder könnte das besser. Klar, wenn ich wollte. Jetzt will ich aber auch was sehen. Kommen Sie schon, führen Sie uns was vor. Ich spiele den Sterbenden. Okay. Oh nein, ich will nicht.
Das ist nicht fair. Er war noch so jung und Salarianer. Er hatte noch so viel zu geben. Ryder, ich spüre meine Gallenblase nicht mehr. Wieso die Gallenblase? Haben Sie überhaupt eine Gallenblase? Oh nein, es ist schlimmer als ich dachte. Haben Sie überhaupt eine Gallenblase? Nein! Verdammt sollen Sie sein! Sie alle! Kahn! Da war ja selbst der Turianer glaubwürdiger. Ich schwöre, meine Liebe zu dir strahlt heller als 1000 mal 1000 Sterne. Oh, Jorax, so viele verlorene Jahre. Unsere Herzen sind... Oh, wie süß. Da wäre wahrscheinlich der Partner, wer auch immer es wäre. Kein Sternenmeer kann uns jemals wieder trennen. Jarl heult jetzt bestimmt. War doch süß, oder? Also, ich fand's cool. Klar hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr draus machen können, aber ich find's so okay. Kurz und knackig. Modell der Tempest erhalten. Ja, damit habe ich jetzt wahrscheinlich auch alle Modellschiffe. Hoffentlich. Wobei mir die nicht so wichtig waren. Okay, wenn ich jetzt auf die Galaxiekarte gehe, wie viel Prozent habe ich aktuell? Sind jetzt im Orbit von Kadera. 99%. Aber wir gehen ja zurück nach Habitat. Und das könnte die letzte Quest sein, die mir den nötigen fehlenden Prozent geben könnte. Aber dieses angaranische Zeug, was irgendwie die Filme, dass man die auch spürt und so, das habe ich jetzt gar nichts bekommen, ne? Anomalie auf den Sensoren. Oh. Wieso ist da eine Anomalie? Das hier ist einer der ausgewählten Geiselformationen. Ach, tatsächlich bleiben die trotzdem. Ich hätte die überall trotzdem hinsetzen können, okay. Why not? Die Sonde zur Datenerfassung ist bereit. Wir können sie jederzeit. Unnötig, aber why not? Ja, hier hat alles angefangen. Wir erinnern uns. Okay, wir sind wieder auf Habitat 7. Was erwartet mich hier und was hat es mit 100% Lebensfähigkeit zu tun? Ich empfange Signale der Initiative. Magnetosphärenladungen und atmosphärische Sonden. Das Gewölbe hier ist weiterhin nicht funktionsfähig, aber 100% Lebensfähigkeit ermöglichen das Terraforming mit Technologie der Initiative. Auf die gute, alte, harte Tour. Irgendwann wird auch diese Welt ein Zuhause sein. Dank Ihnen. Das würde meinem Vater gefallen. Da wäre noch etwas, Pathfinder. Ich öffne einen Kanal nach Meridian, Prodromos, Diteon, Tafuni, Neutuchanka sowie zur Nexus und den Verbündeten der Initiative. Es wurde einstimmig beschlossen, diese Welt umzubenennen. Habitat 7 ist ab sofort auf sämtlichen Sternkarten als Ryder 1 verzeichnet. Hallo, wieso 1? Ich bin einmalig. Hallo. Okay, das Gejubel war gerade ein bisschen seltsam dazu. Okay, dann war's das jetzt. Logbuch. Ich habe nicht eine einzige Aufgabe mehr. Speichern. Wir gucken auf die Karte. Zoomen raus. Wenn ich die richtige Taste drücke. 99%. Ich habe irgendwas vergessen. Irgendeine Quest ist nicht erledigt. Das ist äußerst unzufriedenstellend. Tja, Leute. Also, ich muss das Let's Play leider neu anfangen. Nein, 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 nein. Es ist, wie es ist. It is, wie es ist. Also, ich habe mein großes Abschlussplädoyer ja schon gehalten. Dementsprechend habe ich, oder brauche ich da jetzt nicht mehr viel dazu sagen. Ich danke vielmals fürs Zugucken bis hierhin.
Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht. Habe ich ja schon gesagt. Ich hoffe, dass wir Mass Effect in Zukunft wiedersehen werden. Auf welche Weise auch immer. Es ist ein super geiles Franchise und das sollte nicht vergessen werden. Es hat so viel zu bieten. Und ich finde, das sollte man nutzen. Ja. Ihr werdet jetzt noch den Multiplayer von mir zu sehen bekommen. Das hier ist jetzt quasi die letzte Folge der Story, der Abschluss der Story, das war's. Dahingehend wird nichts mehr kommen, wer hätte es gedacht. Ich glaube, das ist jetzt Folge 136 oder 137, irgendwie sowas um den Dreh. Es hat Spaß gemacht und ich hoffe, ihr empfindet das auch so. Auch wenn es manchmal nicht so gewirkt hat. In dem Sinne, bis zu meinem nächsten Projekt. Und viel Spaß bei was auch immer ihr gerade tut oder heute tun werdet.